bin fertig mit dem Computer hier. Ich komm zu dir. Ja. Die wichtige Arbeit hast du ja auch erledigt. Lieber nicht. Ja, Carlos, du bist aber auch ein Weichei. Okay, wir könnten die Granate reinschmeißen. Ah, ja, oder die Blendgranate. Wäre natürlich auch. Aber dann sind die ja nicht dood. Wir schmeißen die Granate rein. Schnellzugriff. Messer. So. Granate in den Raum und dann haben die Spaß. So. Okay. Und Granate. Waren das alle? Das waren natürlich nicht alle. Die habe ich etwas zu früh da reingeschmissen. Oh, da hätte ich jetzt natürlich, ich glaube, 5 oder 6 auf einmal erledigen können. Boah, das wäre aber hier sowas von... Da steht doch bestimmt noch einer von denen auf. Ich wusste es. Okay, du auch noch. Aber das Spiel wiegt einen schon so ein bisschen auch in Sicherheit, ne? Weil der Score, der geht erst wieder los, wenn die wieder aufstehen. Das ist ja arschgesichtig. Weil ihr hört jetzt, hör mal, nämlich nichts. Aber wenn jetzt einer aufsteht, dann geht der Score wieder los. Sonst war es ja immer... Wenn der Score weg ist, dann sind sie tot. Also in den älteren Teilen. Oder wenn die gelootet haben. Okay, da ist ja noch einer. Okay, und das machen wir jetzt. Den Rest machen wir mit dem Messer. Okay, wir machen Abgang. Ah, 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 ah. Boah, da könnte da noch einer die Tür rein. Pistole. Mann, Beliebter ist hart. Ja, auch voll die One-Liner, oder? Boah, Mann, Beliebtsein ist hart. Aber wo in den ganzen Würfel liegt denn jetzt? Ich glaube, das war der hier vorne, ne? So, ein Messer. Die piekst man nochmal an. Obwohl der hat so viel Kugeln gefressen, der dürfte eigentlich nicht mehr aufstehen. Boah, ist das ein Blutbad hier. Lustigerweise, Blutbad, versteht er? Wegen, ist egal. Aber Sturmgewehrmunition, wie viel haben wir denn jetzt? Nicht viel, glaube ich. Boah, das hat jetzt so viel Munition gekostet. Ich habe aber auch wie ein Irrer reingehalten. Erste Hilfe, wunderbar. Und das hat sogar geklappt ohne Gesundheitsverlust. Okay, jetzt sind wir aber im Eimer. Ich drücke mal auf Fortsetzen. Ich bin mal gespannt, wo wir abgelassen werden. Ich will mal hoffen, nachdem wir die platt gemacht haben. Wenn vorher... Licker, schießen Sie einen Licker von einer Wand oder der Decke, um ihnen ein paar Kugeln zu verpassen, bevor er sich erholt.
Ja, das ist wunderbar. Den habe ich ja gar nicht gesehen. War hängen die an der Decke? Ich meine, ich weiß, dass die an der Decke hängen, aber ich habe gar keinen gesehen. Natürlich vor. Okay, dann machen wir das wieder anders. Also die Rücksichtspunkte sind ein bisschen dumm. Weil das ist jetzt eigentlich nur eine Etage, die wir. Okay, da, indem Sie zwei Einheiten Schießpulver kombinieren, können Sie Pistolenmunition wiederherstellen. Verschiedene Kombinationen von gewöhnlichem Schießpulver und hochwertigem Schießpulver können verschiedene Munitionsarten erzeugen. Ja, super. Man hat auch vorgelesen. Weil das ist lustig, da unten konnten wir abspeichern. Und hier ist ein Save Point. Ja, da hatte ich auch gesehen. Da oben seht ihr das. Aber ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wenn wir diese eine Stelle hier bewältigen, dass der vielleicht nochmal abspeichert. Wäre ja logischer gewesen, ne? Also die Save Points sind. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komme zu dir. Verstanden. Lieber nicht. Aller guten Dinge sind drei. Die sind nicht so ganz so gut platziert, finde ich. Weil da stolper ich ja jetzt nicht das erste Mal drüber. So, alles klar. Egal. Machen wir nochmal. Jetzt wissen wir ja, was auf uns zukommt. Obwohl es dadurch nicht besser wird. Da wartet halt immer noch ein Licker auf uns, ne? Okay, das war natürlich jetzt dumm. Abbrechen. Oh. Gut, dass ich Abbrechen gedrückt habe. So, warte mal. Eben da ist. Haben wir jetzt die Granate ausgerüstet? Da steht jetzt auf ausgerüstet. Mach mal schnell Zugriff. Ich weiß jetzt nicht, wir haben sie. Doch, wir müssten im Inventar. Ist egal. So, wir schmeißen jetzt die Handgranate rein. Natürlich schmeißen wir die zu uns. Ah, nee, das ist mir zu blöd. Machen wir nochmal. Oh, Mann, verdammt. Ich wollte die jetzt schön im hohen Bogen da hinten reinschmeißen. Da schmeiße ich an die Decke. Ach, verdammt nochmal. Eben schmeißt die. Also, das ist auch doof. Ah. Sie können die ausgerüstete Waffe nachladen, solange Sie die entsprechende Munition in Ihrem Inventar haben. Aber seien Sie vorsichtig, während Sie nachladen, sind Sie ein leichtes Ziel für Gegner. Okay. Schnellzugriff da unten hin. Ich meine, wir könnten noch die Blendgranaten nachher da reinschmeißen. Aber die betäubt ja nur die Gegner. Das heißt, da müssten wir dann eh an denen durch, also durch die durch. Und das wäre ja dann auch Quatsch. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Granate so weit wie möglich in den anderen Raum reinkriegen, weil da werden wir die meisten erledigen. Fertig mit dem Computer hier. Ich komme zu dir. Ja, dann komm auch. Lieber nicht. Was ich lustig finde, die Jill schmeißt die Granate von unten, der Carlos aber von oben. Dass die natürlich eine andere Flugbahn nimmt und da oben an der Decke hängen bleibt, war ja klar. Kombinieren. So. Und bestätigen. Schnell weg. So. Schritt nach rechts. Und los. Und schon wieder an die Decke. Och, was machst du denn da? Carlos, du alte Sumpfdotterblume. Mann. Also da wäre es echt logischer, wenn der die von unten schmeißen würde. Aber der schmeißt die in dem hohen Bogen oben an die Decke. Das Problem ist, ich kann die Flugbahn nicht wirklich berechnen. Aber wieso habe ich es denn eben geschafft, die da reinzuschmeißen? Weil ich habe jetzt schon nach unten gedrückt. Und ich wüsste nicht, dass wir irgendwie die Stärke dosieren könnten.
Also ist mir zumindest jetzt nicht geläufig. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komme zu dir. Verstanden. Okay, aller guten Dinge sind fünf. Das ist jetzt, glaube ich, das fünfte Mal schon, ne? Obwohl, die Granate hätte man natürlich auch nachher für Licker nehmen können. Aber ich glaube, hier für die Zombies ist das besser, weil... Ah, wir machen einfach. Schnell weg! Für Licker könnte man nachher die Blendgranate nehmen. So, jetzt aber. Okay, das hat ja so ungefähr fast keinen von euch erledigt. Okay, hat doch genug erledigt. Ich dachte schon. Einer nach dem anderen zieht eine Nummer. Okay, der hat den Arm verloren. Der Arme. Der Arme. Versteht er? Ach, ist egal. Nee. Messer lass mal. Weil, wenn der Licker gleich kommt mit der Blendgranate, könnten wir den rein theoretisch jetzt erstmal schachmatt setzen. Okay, das war klar, dass du, olle Pappnase, nochmal aufstehen musst. Okay, den könnte man jetzt natürlich wegmessern. Okay, der steht nicht mehr auf. Okay, da steht einer auf. Ah, du Drecks. Blöder Scheiß-Zombie, ey. Aber echt ein mega One-Liner. Die sind so hartnäckig, die stehen ja immer wieder auf. So, wir nehmen das Messer. Zack. Okay, Gesundheit. Wir könnten uns ein Heilkraut reinpfeifen. Ich würde aber sagen, lassen wir. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz hier vorne in den Flur. Ich sehe kein Licker. Da ist ein Licker. Aber rein theoretisch, wenn wir jetzt leise sind. Der stoß auf die Tür. So, wir schmeißen die Blendgranate dahin. Und dann kriegt er... Okay, Blendgranate bei einem blinden Vieh ist natürlich auch lustig, aber der geht stritzen. Ne, der geht nicht stritzen. Ich höre ihn schnaufen. Aber das...
Okay, der frisst aber so viel. Und mit dem einen Schuss von der Pistole erledigen wir den. Okay, ja, die wäre die Granate auch nicht schlecht gewesen, gebe ich zu. Okay. Jetzt will ich mal hoffen, dass jetzt gleich nicht der nächste hier durchs Fenster geschossen kommt. So, wir gehen noch nicht ins Stars Büro. Wir gucken jetzt hier erstmal. Weil bei Claire saß ja hier links um der Ecke auch noch ein Licker. Der hing hier oben an der Decke, glaube ich. Ist keiner. Okay, da ist auch die Tür versperrt. Aber die... Da können wir rein. Können wir nicht. Wir haben keinen Karo-Schlüssel. Ah, okay. Hat sich das erledigt. Wir gucken mal eben auf die Karte. Hier in dem Flur muss noch irgendwas sein. Okay, da ist Munition. Na gut, dass wir nochmal geguckt haben. Hätte ich jetzt echt übersehen. Und ich sage ja, ich hätte es total gerne... dass man die Kamera, also die Schulter wechseln könnte. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber das ging doch eigentlich. Verging das doch, oder nicht? Im Remake vom zweiten Teil war das nicht möglich. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine ja. Aber ich drücke hier alle Tasten. Mit der L3 macht er nur einen Spurt nach vorne. Mit der R3 macht er gar nichts. R2 ist Schießen. Und R1 ist dieses Ausweichgedöns. Ah, genau, dann macht er hier diesen... den Bodycheck, den wir auch noch nicht angesetzt haben. Wäre ja auch mal cool, ne? So ein Zombie, so batz, voll ins auf die Schnuss. Dr. Bart. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars. Die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht. Die bringen all ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann! Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Okay, der sieht mal wieder im Computer nach. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Das ist dem seine Aufgabe, im Computer nachgucken. Du hast ja, bist ja hier der Knaller. Okay, ein rotes Kraut, sehr schön. Okay, was war das denn hier für ein komischer Doc? Der war ja völlig tiefenentspannt. Wir haben dreimal Heilung dabei. Das ist schon mal gar nicht mal schlecht. So, wir sind im Stars Büro. So, wir haben hier eine Truhe. Speichern können wir ja nicht. In der Truhe hat man aber nichts, ne? Außer der Schlüssel, den wir so nicht mehr brauchen. Okay, Erste-Hilfe-Spray. Ja, das ist ja von der Rebecca, der Arbeitsplatz, genau. Wir könnten aber jetzt noch ein paar Sachen verstauen. Weil... so viel Heilung brauchen wir dann auch nicht. Wir nehmen es zweimal mit. Ist vielleicht nicht nötig, aber... nein. Och, Quatsch. So, genau, das kommt dahin. Okay, lass mal so.
gucke mal im Weskers Büro nach. So, okay. Bericht über den Villenzwischenfall. Okay. Dieser bizarre Vorfall ereilte sich in einer Villa der Umbrella Corporation in Arklaybergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen, aber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Ja, das kennen wir, das ist nämlich der erste Teil. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und in die Ereignisse in der nahegelegenen Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahllose Opfer. Die einzigen Überlebenden waren fünf Mitglieder von Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Das T-Virus, das in diesen Experimenten verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Es wurde angenommen, dass es die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Ja, ja, ja. Und hier ist das Bild da vorne? Ja. Das Stars-Bild, was wir ja auch bei Jill in der Wohnung gesehen haben. Aber hier können wir leider nicht die Schublade aufmachen. Der war ja noch bei dem Ding hier bei Weskers Schreibtisch, war da ja noch so ein Geheimfach. Da hinten sehen wir die Jacke von Chris. Eine Blendgranate, die nehmen wir auch mit. Hier im Computer können wir nichts machen. Okay, hier können wir die Karte einsetzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, schön. Munition. 50 Schuss. Hallihallo. Okay. Büro erledigt. Aber es wäre nicht schlecht, wenn hier ist ja noch eine Kombination, die uns fehlt. Wir gehen raus. Ich wüsste nicht, was wir hier noch machen sollen. Ja, was ist? Ein Kleist? Jemand verletzt? Jill? Ach, Scheiße. Halt, was? Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Ich kümmere mich um Bart.